1,3 Millionen. Ich habe mehr gespendet als der Golden Deed. Yay. So, die Power-Ups laufen wieder ab. Super. Stat Power Buff und Tank Buff? Wo? Stat 15%, Alter. Okay. Wo ist Vita? Nein. Wo ist das A? Hier ist das A. 6,6k Attack und nochmal unseren Upcutstone hier. Na, das wollte ich jetzt nicht, aber okay. 7,8k Attack. Ah ja, und was haben wir sonst noch? Wir haben noch, den Rest glaube ich haben wir an, oder? Kann sein, dass trotzdem noch irgendwas fehlt oder so, keine Ahnung. Ich überlege gerade, sollen wir mal schnell zurückrushen hier? Also ein LGA hätte ich schon ganz gern. Wir können auch mal schauen, was das Ding kostet. Oh, hier, LGA. 3 Perin. Was bringt die? Plus 10. Ui, ah, warte mal. Hier. Oh, LGA plus 10. Das Ding rückt ein Level 100. Warum bringt das nur Gearscore 506? Und die, naja. Die hier, glaube ich. Ah, der war super erweckt. Boah. Ich meine, der Preis ist halt okay eigentlich dafür. Bin ich schon vorbeigelaufen? 3 Pärchen. Was bringt denn der Tech? 319, die bringt 430. Ich war doch der scheiß Kick irgendwo. Bin ich denn blind? Bin ich schon vorbei? Ich meine, 3 Pärchen farmt man halt schon wieder, oder? Komm, rein mal. Ja, damit. Perfekt. So, 7,8k Tech. Wow. Ah ja, wir hätten jetzt auch noch die Option. Haha. 8,3k Attack. 82% Crit-Rate. Oder halt Doppelaxt. Das. Oh, Doppelaxt wäre schon auch sehr geil. Aber ich glaube, Crit-Rate ist halt geiler. Bin ich gerade die Luft gelaufen? Ich war gerade im Moment haben schon. Wahrscheinlich schon. Egal. Okay, 13 KHP. Ey, die Axt ist geil. 2, okay, also hier ist das was gar nichts gebracht. Ist aber okay. Hitrate. Wo ist ein Crit-Schaden? Crit-Schaden. Critical Bonus 95%, okay. Das bringt einiges. Die Axt bringt halt allein schon mal 55%. Oha. Oha. Ja. Warte mal. Das ist hier Feuer gegen Wasser. Holy shit. Wie viel machen wir denn generell? Warte mal, das ist Feuer gegen Wasser? Wie viel Schaden machen wir bitte? Was ist das hier? Das ist, glaube ich, Wind, oder? Müsste Wind sein. Perfektes Element. Okay. Okay. 53k sogar, Two-Hit. Alter. Jo, okay. Also, LGA enttäuscht nie. Wirklich nie. Unser Crit-Rate ist halt wirklich schon. Alter, 50k. Warum machen wir so viel Damage? Warum hat das Element so wenig Auswirkungen? Das ist heftig. Alter, die LGA geht ja ab wie nichts. Oder wie Sau, besser gesagt. Das ist halt echt krass. Das ist halt echt geisteskrank.
Level up, okay, ja, das ist nachvollziehbar. Was haben wir hier? Lucky Binded Donut Treasure. VIP, yay. Noch ein VIP. Fiete, was haben wir da noch alles? Herzchen, wir sind 7 Tage nochmal, okay. Noch mehr Amplis. Faster Pet, okay, da haben wir gefühlt auch schon 1000 Skulls. Ja gut, also das geht hier wirklich immer, das geht immer krass voran. Die große Frage ist halt, also sollen wir jetzt einfach weitermachen? Weil ich meine, wir könnten, vielleicht haben wir jetzt halt irgendwie Pech und schaffen halt nur 115 dann. Und das wird dann echt richtig mies. So. 3500 Pet, Alter, okay. Gut. Ja, das eskaliert halt komplett. Das ist halt wirklich krass. Das ist halt schon echt nochmal anders heftig. Ich weiß gerade nicht, soll man, kann man da in der Farm-Map leveln eigentlich? Das ist die große Frage. Was verlieren wir? Weil wir könnten uns, glaube ich, dann da hinten wieder her teleportieren, oder? Dragon Island. Hä? Ach da, lol, wow, lol. Wir waren aber schon da, geil. Also wenn die jetzt noch XP geben würden, wäre es natürlich doppelt, Warte mal, gab es hier kleinere Mobs? 114, Ja, ich denke mal eher weniger. Nope. I don't think so. Na, ja, jetzt mal hier. Okay. Da muss ich nur zu helfen wissen. Das Call was melting. Ja, 119 Mobs. Jetzt müssen wir uns halt irgendwie noch einen Weg überlegen, wie wir es am besten hier machen. Was haben wir jetzt noch? 21. Ja, also wir könnten auf 114 dann pausieren. Dann fahre ich schnell das Set zusammen und versuche, irgendwie da rein zu joinen. Also schadenstechnisch glaube ich, habe jetzt eher weniger Probleme. HP-technisch eigentlich auch nicht. Warte mal, 105er-Set ist, glaube ich, auch ein Damage-Set. Man kriegt, glaube ich, ein Damage-Set und ein HP-Set. Das ist, glaube ich, ganz nice. Ja, also unser Damage ist sowieso... Der ist von Anwalt. Wirklich, der ist krass. Müssen wir jetzt halt mal schauen, dass man dann irgendwie... Na komm. Oh Gott, die ganzen Sachen gerade nicht mehr einsortieren. Die brauchen hier definitiv irgendeinen Button, um alle Power-Ups einzusortieren. Das ist super nervig. Das ist eines der Sachen, wo ich sage, so, boah. Das ist ein großes Ding. Gibt es vielleicht irgendeinen anderen Weg? Nee, ich glaube nicht, oder? Halt nur so blöder Doppelklick immer. Und Enter-Spam geht dann auch nicht. Wie viele S-Protect, what the fuck. Wir haben so viel Stuff einfach. Mit 12. Ich meine klar, da könnt ihr jetzt auch durchziehen und sagen, so jo. Scheiß mal drauf. Mach lieber 120 und farm eben Noxet. Ich meine, es ist ja nichts Falsches dran, jetzt Red Meteor dann zu farmen. Wäre auch eine Sache. Andererseits... Kann man mit 114 Red Meteor farmen? Was ist denn Blumen? Oh Gott, was ist denn das hier alles?
Red Meteor, Blue Meteor, Green Meteor. Quintus. Ach, okay, verschiedene Meteorike für verschiedene Sachen. Ui, okay. Das ist auch eine gute Sache. Ja, HP haben jetzt halt nicht so sonderlich viel. Wir könnten halt ein Blindset dann bauen und so. Ich denke mal, ohne Blind wird es sowieso schwierig, aber das weiß ich jetzt gerade nicht. Da müssen wir schauen. Vor allem halt Red Meteor ist 121, wir sind dann 7 Level drunter. Mit 7 Level drunter hat Farmen ist, glaube ich, sowieso ein bisschen böse. Na, ich denke, wir müssten halt dann Solo Mode farmen. Normal hat 0% mehr. Solo Custom Drop 5%. Ah, dieses System ergibt für mich irgendwie immer noch nicht so sonderlich viel Sinn. Warum ist der normale Modus der schwerer als der Solo Modus? Warum hat er mehr Drops? Weniger Drops. Macht für mich jetzt nicht so 100% viel Sinn irgendwie. Genau, wo kann man sonst noch leveln? 100 bis 120. Es gibt Rathesia. Scheiß, die wandern. Okay, jetzt testen wir ganz kurz hier einen Mob. 31,38. 3%. Oder wie viel? Ah, so knapp unter 3%. Okay, die gehen doch jetzt viel schneller down und so. Könnten wir testen, wie viel Damage das wir machen. Was? 40k mit dem First. Wow. 40k mit dem First Set? Ach, weil die nur 3 als Element haben. Ich glaube, wir vorher noch nicht das richtige Element getestet. Das war nicht das richtige Element. Und das ist sogar, glaube ich, nur neutral. Okay, das ist heftig. 60k mit der Second Hand. Heftig. Okay, Rathesia. Bin ich denn jetzt? Lupus. Was geben die da? Ah, die blocken. Okay, so schlimm sind die gar nicht. 65. Hey, die geben auch 3%. The fuck? Gibt hier irgendwas mehr als 3%? wo ist meine Wolke? Wolke. 120. Ja, das passt, glaube ich. Alter, mein Ohr regt mich gerade so auf. Es ist halt so nervig vor allem, weil du bist halt, kannst halt nichts dagegen machen. So, Pad 1. Pad 2. 70%, wie viel geben die jetzt? Okay, die geben viel weniger. Warum geben die jetzt wieder viel weniger? Wo leveln wir denn? Ich weiß es nicht. Valley of the Risen. Rathesia. Ich glaube, wir leveln bei den Loopers hier, oder? Schauen wir wegen Blockrate. Ah, die brauchen halt länger. 76. Ach, also ohne Witz. Ich tendiere wirklich zu Volcano. Natürlich jetzt mal, um ein bisschen was anderes zu machen. Aber die sind halt mal so schnell down. Wir gehen gleich dahinter rauf, zum Leveln. Ich glaube, das ist halt, ohne Witz, es ist halt die sinnvollste Methode, hier gerade zu leveln. Ich meine, lacht mich aus, aber
Ja, die geben halt so gut 2%, oder? Ah, ich gebe auch nur 2%, verdammt. Was gaben die anderen? Gaben die 3 oder 4%? Ich weiß es nicht mehr. Komm, einen Test machen wir noch. Ich gebe auch noch, ja, 2,5%. Gut, wir bleiben hier. Jetzt hat er noch 14 Minuten Amplis. Jetzt haben wir quasi noch den Welpenschutz. Jetzt könnte man das Sunpress farmen und so mit Beginner Mode. Ja, werde ich jetzt aber nicht machen. Das machen wir jetzt nicht. Aminos, glaube ich, ist das auch, wäre ein bisschen schwierig. Ich weiß. Das Ding ist halt so, Beginner Mode ist natürlich toll und so. Also außer es macht halt pauschal immer Damage X. Ich denke mal, das ist einfach nur reduzierter Schaden. Ich denke mal, so 75% reduziert müsste das wahrscheinlich sein. Das heißt, Dread Meteor wird wahrscheinlich machen 15k. Oder bei so einem Solo-Mode vielleicht 75% weniger Schaden. Vielleicht macht dann 20k oder so, ein Drittel, weiß ich nicht. Kann ich mir so vorstellen, dass es so ist. Oh, Geld Level 40, nice. Buffs 21%. Können auch mal spenden. Ach nee. Nein. Ach, Flive, really? So, okay. Weiter geht's. Desert Spirit. Auf jeden Fall haben wir gespendet. 8,6k Attack mittlerweile schon. Ah, not bad. Ich muss sagen, ich bin aber mittlerweile echt schon ziemlich müde und ich glaube, merkst du mir auch an. Das ist kurz vor 2 nachts. Ich bin letzten Tage halt immer um 1 oder so, halb 2 ins Bett gegangen spätestens. Wobei gestern war spät. Und heute ist es halt nicht besser vor allem. Oh. Gar keinen Bock drauf. Wirklich so null Bock einfach. Ich meine, klar, ich kann es auch abbrechen. Morgen nochmal 12 Minuten hier offscreen leveln. Soll ich das machen? Ich tendiere gerade tatsächlich dazu irgendwie, wenn ich ehrlich bin. Ach, ich weiß es nicht. Ich kann noch keine Entscheidung mehr treffen. Ich bin fertig. Ich mache jetzt noch 115 und dann glaube ich, höre ich auf für heute. Es gibt das Level S-Protect. Ich gefühlte 99% der Rewards S-Protect. Ja, genau. Ja, in dem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.